Regionalfernsehen war gestern. Heute ist Michael TV. Das Videopodcast-Portal im Internet. www.michael.tv. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum diesjährigen Spargelanstich. Mit diesen Worten eröffnete Oberbürgermeister Dr. Pöltl die diesjährige Spargelsaison in Schwetzingen. Für diese Aufgabe hatte er sich starke Unterstützung mitgebracht. An seiner Seite Spargelkönigin Katharina die Erste. Der OB konnte in diesem Jahr auch einen ganz besonderen Gast begrüßen. Deswegen haben wir heute neben allen anderen Gästen noch einen ganz besonderen. Aber ich glaube, er stellt sich selber vor. Wir, Johannes von Gottes Gnaden, kurfürstlicher Administrator und Vormundschafterregent unseres lieben Pflegesohns und Vetters. Pfalzgraf Johann II. Von Zweibrücken, alias Dieter Augstein, war aus Mannheim herübergekommen, um vom 400. Geburtstag des Maimarkts zu berichten und zu Deutschlands größter Regionalmesse ab kommenden Samstag einzuladen. In Begleitung seiner edlen Hofdamen tat er den Gästen den Inhalt der Marktrechte vom 10. September 1613 kund und überreichte die Urkunde. Mit Sternekoch Tommy Möbius vom Restaurant Die Ente im Seehotel Ketsch war auch wieder eine kulinarische Spitzenkraft zugegen. Ja, das Seehotel ist heute hier vertreten zum Schwetzinger Spargelanstich 2013. Wir haben uns dazu was einfallen lassen und haben für das Schwetzinger Bürgertum heute eine schöne Terrine gemacht vom Spargelmus und vom Lachs. Dazu bieten wir noch als warme Variante an eine Spargelsuppe, so wie es gehört, klassisch, mit ein bisschen Bärlauch-Espuma dazu, also einen Schaum dazu. Und das geben wir hier raus bei den Gästen, das kommt sehr gut an. Und das ist unser Einstiegsgeschenk an die Stadt Schwetzingen zum heutigen Spargelanstich. Er buddelte dann auch, umgeben von viel Prominenz, die ersten Stangen dieser Saison aus der Erde. Genau, ist meiner. Der Kriermacher, das ist wie beim Pilz. Das ist wie beim Pilz. Stille. Spargelstecher. Spargelkönigin Katharina die Erste hatte einen ganz besonderen Wunsch. Ja, der Spargelanstich heute auf dem Spargelhof Schumacher war sehr schön, obwohl das Wetter sehr mies mitgespielt hat, aber war alles sehr gut heute. Wir haben sehr viele Spargel gefunden. Es war sehr lustig mit dem Koch Möbius. Und wir haben sehr viel gegessen, sehr viel getrunken. Und jetzt hoffen wir nur noch, dass die Sonne rauskommt. Evas Schwestern mit Elena Spitzner, Anne Malsam und Christine Lacqua eröffneten die Spargelparty auf dem Schumacherhof musikalisch. Was soll ich in Moskau, was soll ich in Prag, wenn ich hier doch alles hab? Unsere Liebe, unsere Stadt, die so viele Sonnenstunden hat. Bäckermeister Michael Utz überraschte die Gäste mit einer leckeren Torte. Unverkennbar ein Spargelacker aus Biskuit mit Orangencreme, Orangenlikör und Mandarinen. Auch die beliebten Spargelspitzen aus weißer und brauner Schokolade fehlten nicht. Davon, dass die leckeren Spargel aus Schwetzingen auch bei den Politikern in Berlin gut ankommen, berichtete Olaf Gutting. Ja, der Spargel ist natürlich für mich als dem Abgeordneten im Bundestag für den Spargelwahlkreis ein ganz besonderes Gemüse. Jetzt in der Saison bin ich neben meinem Mandat sozusagen Spargelbotschafter und bringe bei fast jeder Reise nach Berlin in der Sitzungswoche auch immer Spargel aus der Region mit. Und unter anderem auch für Angela Merkel. Die letzten Jahre habe ich mich sozusagen zum Hoflieferanten für unsere Bundeskanzlerin für Schwetzinger und regionalen Spargel entwickelt. Sie fragt immer schon, wo bleibt er? Die Tourismusbeauftragte Dr. Barbara Gilsdorf und ihr Team hatten für ein schönes Programm gesorgt. Die Firma Spirituosenfutterer kredenzte leckeren Spargelschnaps und Ole Tischmacher präsentierte die passenden Weine zum königlichen Gemüse. Sternekoch Tommy Möbius schwärmte natürlich bei der Gelegenheit auch gleich von seinen Spargelkreationen im Seehotel Ketsch. Als Repräsentant von des Schwetzinger Spargels haben wir natürlich im Seehotel auch das klassische Spargelmenü. Dieses wird heute eröffnet, beträgt heute 8 Gänge, wird aus 8 Gängen heute gemacht. Und unser Bürgermeister ist heute dazu eingeladen
Und da werden wir natürlich den Schwetzinger Spargel ein bisschen hier und da auf die Schippe nehmen. Also nicht dieses klassische Spargel-Hollandaise, sondern wir werden das alles ein bisschen in Miniatur machen. Das, was unserem Ruf vor Aureseilen tut. Also es gibt ein 16. Pfund Spargel mit einem Schnitzel als Amüsgöl, als Entree. Und danach geht es dann schon los mit einem Spargelfeld 2013. Was nachempfunden ist dessen, was man draußen auf dem Feld sieht, ist das Ganze nicht aus Erde, sondern das Ganze ist aus Spargelmus gemacht. Obendrauf gucken dann so Spargelspitzen raus. Dazu gibt es viele Kräuter dazu, ein bisschen Saiblingskaviar. Und dann geht es dann weiter, dann gleich dann so noch so ein gastrosophischer Witz. Es gibt unter anderem das klassischste aller Spargelgerichte, das Leipziger Allerlei. Das nennt sich bei uns auf der Karte Schwetzingen VS Leipzig. Es sind Morrillen dabei, frische Morrillen dabei, grüner Spargel, weißer Spargel. Dazu gibt es eine Langustino. Und danach gibt es dann im Hauptgang das Oberschlagwort dicke Backe. Da erlauben wir uns eine Kalbsbacke zu produzieren. Also die haben wir 48 Stunden lang gegart. Und dazu gibt es einen Spargel, Schwetzinger Spargel dazu mit Safran aus Spanien. Und da wollen wir noch mal schauen, ob wir heute damit die Leute vom Hocker reißen können. Weil zum Schluss gibt es dann noch das von meiner Kindheit entsprechend im Dessert, den sogenannten Eskimo-Flip, also Erdbeer und Rhabarber, mal ganz neu interpretiert. Und das bieten wir heute unseren Gästen nicht nur heute an, sondern immer von Dienstag bis Samstags im Seehotel, im Restaurant Die Ente. Und ich freue mich, wenn viele vorbeischauen, um sich mal das zu erlauben und zu genießen. Die Spargelsaison in Schwetzingen ist also eröffnet. Und das passende Wetter lässt sicher nicht lange auf sich warten. Wenn Zahnräder ineinander greifen. Aus der Region. Für die Region. Werbung auf Maikl TV. Kontaktieren Sie uns. anzeigen@maikl.tv. Sehen und gesehen werden. Werbung auf Maikl TV.